Lieber Herr Professor Wöckel, lieber Achim, wir sind hier beim ASCO 2023 in Chicago und es gab heute eine Sitzung zum metastasierten Brustkrebs und wo Verschiedenes vorgestellt wurde zum HER2-positiven Brustkrebs. Was wurde da gezeigt? Liebe Frau Heidinger, liebe Renate, schön wieder da zu sein und mit dir zu sprechen. Tatsächlich hatten wir ein paar Neuigkeiten. Es gab drei Postervorstellungen aus der Posterpräsentation heute Morgen. Das eine ging erstmal um die Frage der letzten Endes Marker, das heißt, welche Patientinnen profitieren eigentlich von einer HER2-Therapie im metastasierten Setting. Diese Biomarker-Frage bzw. auch Sequencing-Frage haben wir mittlerweile in vielen Settings und jetzt natürlich auch beim HER2-Positiven, weil wir immer wieder merken, dass einzelne Patientinnen besser fahren als andere mit den Therapien. Und man hat sich hier mal mit einem Whole Genome Sequencing beschäftigt und auch der Frage, inwieweit die Zentromer-Koamplifikation mit dem HER2-Faktor tatsächlich prognostisch sinnvoll ist. Und kannst du das noch ein bisschen erklären? Sagen wir so, es ist einfach letzten Endes am Ende wieder ein Protein, was irgendwo erscheint und tatsächlich gemessen werden könnte, aber natürlich in dem Sequencing-Prozess, das heißt genetische Aufarbeitung von Tumormaterial, unglaublich komplex ist. Und man konnte zumindest mal sehen, dass es einen prognostischen Wert haben kann. Und ich glaube, aus experimentellen Zwecken heraus ist sicherlich sinnvoll zu sagen, ja, es gibt sicherlich in Zukunft Möglichkeiten, um auch bei HER2-positiven Patientinnen möglicherweise Biomarker oder bestimmte Markerprofile zu erkennen, wo Therapien besser wirken oder nicht. Das war ein Thema. Das zweite Thema war eine Studie, wo es um die Frage ging, ob Patientinnen mit einer Pertuzumab-Rechallenge profitieren können, die eben schon in der Erstlinientherapie Pertuzumab hatten. Und tatsächlich ist es so, dass die Patienten profitieren. Und zwar auch hinsichtlich des Gesamtüberlebens. Das ist eine wichtige Botschaft, weil natürlich eine Anti-HER2-Therapie, die ganz klassisch ist, nochmal gegeben werden könnte. In dem Fall waren es dann eben TDXD-Patientinnen, die dann eben danach nochmal Pertuzumab bekommen haben. Sicherlich eine interessante Sequenz. Ein bisschen kritisch wurde diskutiert, ob das tatsächlich der Effekt ist von dem Pertuzumab. In interessanter Weise hatten diese Patientinnen besonders viel als Chemotherapiepartner Eribulin. Und das Eribulin kann ja per se schon das Gesamtüberleben heben. Und dementsprechend ist es die Frage, ob es tatsächlich an dem Pertuzumab lag oder möglicherweise an dem Eribulin als Begleiteffekt. Ich glaube persönlich, dass das Eribulin wahrscheinlich sowieso eine Substanz ist, die ein erhebliches Potenzial hat und die auch bei diesen Patientinnen sicherlich eingesetzt werden kann. Die dritte Studie, die in dieser Discussion folgte, war die Frage, ob Tucatinib nach TDXD eine Wirksamkeit hat. Antwort ist ja. Methodische Schwäche, es war eine Retrospektiverhebung, ich glaube an 19 Studienstandorten retrospektiv, das heißt sicherlich nicht so methodisch belastbar, aber sicherlich auch in dieser Sequenzfrage doch nochmal ganz, ganz wichtig. Ich denke, es ist ja für die Patientin einfach gut zu wissen, dass es immer noch was danach gibt. Wenn sie jetzt auf, ich meine, klar hofft man, dass die Therapie möglichst lange funktioniert, aber wenn denn mal dann nicht mehr, einfach zu wissen, das oder das oder das könnte dann wieder eine Option sein. Richtig. Genau darum ging es ja quasi in diesen beiden letztgenannten Studien, um die Sequenzen, also auch tatsächlich nach Therapien, die ja heute im Standard sind, nochmal Substanzen zu geben als Rechallenge, wie das Pertuzumab oder eben auch das Tucatinib, was ja vom TDXD überholt wurde, dass es eben auch eine Wirksamkeit haben kann. Und das ist genauso, wie du sagst, am Ende geht es ja darum, dass wenn Therapien tatsächlich nicht mehr wirken, wenn Progress da ist, die Möglichkeit zu eröffnen, dass es eben eine weitere Option gibt und wieder ein Baustein mehr zur Verfügung ist. Vielen herzlichen Dank. Ich danke dir.